Die ersten zwei Folgen von Ahsoka, der neuen Star Wars Serie auf Disney Plus, sind heute Nacht erschienen und ich und liebe Jamie, hallo Jamie, hallo, haben uns heute schon einmal direkt zum Frühstück die zwei Folgen angeschaut und machen euch eine kleine klassische Nerd Plus Folge, wo wir einmal generell darüber reden, was wir da so gesehen haben, was unser erster Eindruck dazu ist. Keine Sorge, es gibt noch eine richtige Recap später in dieser Woche. Ich wollte euch nur so schnell wie möglich schon mal meinen generellen Overview und Theorien tatsächlich, die ich jetzt schon nach dem ersten Gucken habe, nahebringen, bevor wir dann in dem richtigen Recap wirklich in die Details gehen. Mein Name ist Luke, wie ich schon, glaube ich, gesagt habe. Das hier ist Nerd Factory und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Nachbesprechung von Ahsoka Nerd Plus. Wenn euch solche Sachen gefallen, übrigens, das kommt jetzt jede Woche, immer sobald wir quasi ready sind, nachdem wir die Folge gesehen haben. Das sollte immer Mittwoch sein, ich will jetzt aber nichts versprechen, ihr wisst, wie Versprechen bei mir funktionieren. Also abonniert doch den Kanal, wenn ihr sowas mehr sehen wollt und Bock drauf habt, mit uns zusammen, vielleicht auch mal mit anderen Leuten, also ich werde wahrscheinlich immer dabei sein, aber vielleicht gibt es auch nochmal andere Perspektiven. Wir können ja zum Beispiel mal, keine Ahnung, Star Wars Stories fragen, ob der Lust hat oder so. Jetzt reden wir über die ersten zwei Folgen, denn es gibt, glaube ich, ein bisschen Diskussionsbedarf, gerade was gewisse Parts und den ganzen Stil hier angeht und was Filoni da überhaupt gemacht hat. Aber bevor wir da loslegen, erst noch mal ganz zeremoniell, hallo Jamie. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Und fangen wir doch mal gleich mit dem komplexesten, mit der komplexesten Frage an. Wie fandst du's? Also ich fand's nicht so gut. Ich find's gut, aber irgendwas hat mich gestört. Also die Folgen sehen gut aus, die Kämpfe sind schon gut. Aber irgendwas, keine Ahnung, irgendwas ist so, es ist so ein, ich bin noch nicht so hooked, bin ich ehrlich. Es ist so, irgendwas ist nicht richtig. Ich weiß es nicht. Und das ist sehr interessant, weil ich habe das schon von ein paar Leuten verschiedene Meinungen gehört, die es auch schon vorher sehen konnten. Und ich habe zum Beispiel vom Star Wars Buddy, habe ich direkt nachdem er die Vorpremiere jetzt letzte Woche schon gucken durfte, eine Nachricht bekommen, der meinte, das Pacing ist langsam, aber er findet es gut. Aber die Actionsequenzen, die da sind, sind halt richtig gut choreografiert, die haben richtig gute Lichtschwertkämpfe, das sind wohl die besten und ausgeglichensten Lichtschwertkämpfe, die es in Star Wars bisher gab. Und es sind relativ viele, also für zwei Folgen von einer Serie, die nicht Prequel ist, ist das schon echt viel Lichtschwertkampf, wenn man mal so überlegt. Also in Clone Wars und in Prequels haben sie es halt mit den Kämpfen immer ein bisschen sehr hart gemacht. Die einzig andere so gut choreografierte Kampfszene, die ich jetzt im Kopf habe, die nicht halt over the top ist, ja. Und mit over the top meine ich jetzt quasi Episode 3 Anakin gegen Obi-Wan. Ja, den Anni-Obi, den Propeller und was weiß ich. und die einzige, die so ausgeglichen choreografiert war, also mit coolen Moves, aber nicht eben übertrieben coolen Moves, sondern immer noch auf den Schwertkampf fokussiert und halbwegs realistisch, die mir da gerade einfällt, wäre tatsächlich in Clone Wars Staffel 7 Ahsoka gegen Maul. Die ja wirklich auch Motion Capture war, wo zwei Leute, sogar Ray Park selbst, der Darth Maul gespielt hat in Episode 1, das choreografiert und wirklich gekämpft und Motion Captured hat, um diesen Kampf darzustellen. Übrigens mit der Stuntfrau, die in der ersten Staffel Mandalorian auch die Armorer gespielt hat. Das ist die, die auch den Ahsoka-Lichtschwertkampf in der vorletzten Folge von Clone Wars. Ich glaube, es ist die vorletzte Folge, wo Maul gegen sie kämpft, ist die vorletzte, wo er dann gefangen genommen wird. Die letzte ist dann die, wo die Order 66 ist, ja. Aber ja, ich fand die Choreografien ziemlich cool. Aber ein Ding, schon ab dem ersten Bild, ist mir aufgefallen. Also ich habe nur die Musik gehört, die hinter dem Intro lief. Und dann kommt dieser rote Text, der nicht der Star Wars Scroll Text typisch ist, sondern der so runterläuft. Ja. Und das Erste, was ich im Kopf hatte, was ich sofort gesehen habe, auch dadurch, dass es roter Text war und wie er gespaced war, war Kurosawa. Und für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ich rede jetzt kurz, das ist normal für Nerd Factory Videos, selbst mit Gästen, ich rede sehr lange im Monologe. Aber nur um das kurz zu erklären, Kurosawa ist eine der größten Inspirationen für George Lucas gewesen, für Star Wars generell. Und er hat es aber nie, also er hat so einzelne Elemente genommen, er hat es nie so on the nose gemacht. Das hier ist jetzt wirklich einfach ein Kurosawa-Film als Star-Wars-Serie umgewandelt. Das Pacing
die Musik, die ganze Art und Weise, wie alles dargestellt wird und eben auch der Schnitt, also das was als das Pacing im Grunde auch ausmacht, nicht nur das geschriebene Pacing, sage ich mal, ist wirklich sehr dieses uralte Filmstil Kurosawa, aber eben mit modernen Optiken. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es dir nicht gefällt. Ja, also es gefällt mir ja nicht. Aber, ja, aber was irgendwas ist wirkt. Weird. Es ist off. Irgendwas, das ist halt, also. Ja. Das ist halt. Ja. Es fühlt sich halt so an, als würde das halt ein sehr alter Film sein. Und es gibt einen Grund, warum alte Filme gerade bei modernen Audiences nicht mehr so gut ankommen und warum Leute halt zum Beispiel auch sagen, das ist jetzt auch egal, welche Franchise du nimmst, ne? Also Leute können teilweise schon mit Star Wars Episode 4, 5 und 6 nichts anfangen, weil die zu langsam sind. Und die sind ja im Verhältnis zu dem jetzt noch recht schnell gewesen sogar. Wenn du mal überlegst, dass die Runtime von den zwei Folgen fast genauso lang war wie Episode 4. Im Verhältnis dazu ist halt so viel passiert wie in den ersten 10 Minuten von Episode 4. Wild. Ja gut, wenn du das so packst, das ist auch. Also ich glaube, Episode 4 ist ein bisschen länger, aber ja, es aber sind fast 90 Minuten, fast Spielfilmzeit. Ist es da, okay, wenn du das so packst, ist es schon, fällt es schon auf, dass es langsam ist. Ja, also das ist halt das, was man sich überlegen muss und warum ich auch glaube, dass viele Leute jetzt so ein bisschen turned off sind, ist, du hast jetzt, und es ist auch der Grund, warum es zwei Folgen waren, glaube ich, damit man zumindest ein bisschen mehr das Gefühl hat, dass was passiert, sonst wären die Leute nach der ersten Folge direkt off. Weil selbst der Cliffhanger mit dem Stab, mit dem Lichtschwert, war nicht spannend genug. Nee, es war auch kein Cliffhanger. Nee, es wäre ein Cliffhanger gewesen, wenn jetzt eine Woche nichts passiert wäre. Hättest du jetzt so gedacht, ist sie jetzt gestorben? Stirbt sie daran jetzt? Nee, es ergibt ja gar keinen Sinn, weil wir haben ja in den Trailern schon sie mit den kurzen Haaren gesehen. Deswegen. Aber das hat ja immer nichts damit zu tun. Also du hast ja immer diese Geschichten, dass irgendwie Cliffhanger sind und dann weißt du eigentlich, naja, die überlebt ja, weil du hast ja im Trailer schon gesehen, wie ich jetzt auch bei Secret Invasion da gesagt habe zum Beispiel, dass man weiß, da kommen noch Szenen und so. Aber deswegen sind die Serien ja meistens trotzdem so geschrieben, dass das ein Cliffhanger ist. Und das ist jetzt, finde ich, bei beiden Folgen nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass es. Also es gibt so Dinge, wo ich jetzt schon wissen will, wie es weitergeht. Aber es ist nicht dieses brennende Gefühl von wegen, fuck, ich muss jetzt noch eine Folge gucken. Ich glaube, selbst wenn es eine dritte Folge da gewesen wäre, hätte ich gesagt, lass erstmal ein Video über die ersten zwei aufnehmen und dann irgendwann heute Abend nochmal die dritte gucken. So, weißt du? Leider ja. Und ich glaube, das wird sehr viele Leute abturnen von der Serie. Ja, also ich kann schon irgendwie, ich sehe schon, dass die vielleicht dranbleiben, vor allem wegen den Kämpfen. Weil die sind wirklich gut. Also ich mag das, dass die halt jetzt endlich mal so versucht haben, so ein Level von Balance reinzubringen und nicht immer nur, einer ist richtig krass stark und der andere ist fast am Sterben, aber dann tötet er ihn doch noch. Und das ist so auf Augenhöhe, die ganzen Kämpfe, alle, die es gab. Und das finde ich ziemlich angenehm. Das ist halt so, dass die, ich sag mal in Anführungsstrichen, negativen, wie gesagt, ich finde den Kurosawa-Stil mega. Und ich habe als kleines Kind halt super viele Kurosawa-Filme und halt so asiatische, also japanische Filme habe ich früher sehr viel geguckt. So die alten Godzillas, King Kong, obwohl, King Kong ist glaube ich kein Japaner, aber halt diese ganzen Monsterfilme habe ich früher halt sehr viel geguckt und eben Kurosawa-Filme auch, obwohl ich noch viel zu jung war für das ganze Kunstblut, was da versprüht wurde. Aber der Punkt bei Kurosawas Sachen war halt, dass es. Das ist halt Filmkunst. Und es ist halt so ein Kunstding. Es ist eine Art und Weise, etwas auszudrücken. Und ich finde dafür, also vor allem auch in Kombination mit dem Abspannen und die Musik, die Trommeln und das Klackern, diese japanische traditionelle Musik, die man irgendwie mit so dieser Edo-Japan-Zeit dadurch auch durch Kurosawa verbindet. Ich glaube, dass dieser Stil, den Filoni da ausgewählt hat, eher so ein Ding ist, dass er gesagt hat, George Lucas fand Kurosawa mega geil, darauf basiert sehr viel von Star Wars, ich mache meine Ahsoka-Serie, die mein Herzensprojekt ist, in diesem Stil, weil ich das will.
ich glaube schon, dass er weiß, dass das nicht bei allen Leuten ankommen wird und dass das vor allem bei Fans von Clone Wars und Rebels, die einfach Storylines in 25 Minuten auserzählt haben, nicht ankommen wird auf die Art und Weise, wie man das vielleicht als Star Wars-Fan sich erhoffen würde. Also ich glaube, das ist eine sehr bewusste Entscheidung, wo er sehr bewusst auch gesagt hat, ihm ist das ein Stück weit egal, ob das Leute quasi ausgrenzt, die damit nichts anfangen können. Und ich glaube, es sind tatsächlich gerade in der TikTok-Welt, wo Leute irgendwie, also ich glaube, wenn du auf Disney Plus eine Option hättest, wo daneben noch so Minecraft-Parkour oder so Subway-Servers laufen würde, dann würde es funktionieren. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn du so eine Audience-Retention wie bei YouTube hättest, dass du bei den Ahsoka-Folgen sehr schnell diesen Drop siehst. Allein die Szene, wie sie diese Dinger dreht und dann das dreimal und dann richtig sich viel Zeit lässt und dann hast du es aus drei verschiedenen sehr langen Shots. Aber das die passiert fand ich geil. Aber die ja, Szene aber, fand ich geil. Weil aber die hatte, das ist halt die hatte so, die hatte so noch Spannung. Du wusstest, dass die wissen, dass sie da ist. Du hattest quasi dieses Scheiße, die können jetzt jeden Moment da auftreten. Die können jeden Moment da in diesen Raum droppen und dann gibt's einen Kampf. So. Und das gab's halt nicht. Und deswegen ist die Spannungskurve halt immer wieder so angestiegen, also zumindest bei mir. Und ich fand es dann so geil, dass es so einen sanften Relief gab, als sie dann wieder oben war, dass dann die Druiden da standen. Ja. Weil das war nicht so ein, oh mein Gott, wir kommen jetzt aus Hindsight und greifen dich an, sondern das war so ein, auch so ein bisschen so ein Western-Style. So ja, stand, ja, aber das ist ja Kurus. Ja, es genau. Es ist exakt das. Ja. Und das ist halt so Jojimbo. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar eine richtige Jojimbo-Referenz. Ich glaube, es gibt in dem, ich habe den so lange nicht mehr gesehen. Also wie gesagt, ich habe das geguckt, als ich war oder so. und seitdem nicht mehr. Heute könnte ich damit auch nicht mehr mitkommen. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es in Jojimbo oder Seven Samurai, ich weiß nicht genau, in welchem Film, eine so eine Szene gibt, wo eine Person, und es, ich glaube, es ist Jojimbo, in der Mitte steht und auf den Dächern dann von oben die verschiedenen Gangster quasi runtergucken und ihnen quasi entgegenstellen und er dann auch so sein Schwert nach vorne setzt und sowas. Das sind, ich glaube, wenn ich dann die Recap mache, gehe ich mal diese alten Filme durch und suche die Szenen, weil es gibt definitiv Szenen, die Spiegelszenen zu den Kurosawa-Filmen sind. Dieses Duell mit den vier Druiden, aber auch dann in der zweiten Folge mit Marok, das Duell ist auch sehr, sehr Kurosawa. Auch Sabine gegen Shin Hati ist auch ein ganz, ganz klassisches Kurosawa-Schwertduell quasi. Ja. Und das ist auch so, wie findest du es, dass sie jetzt schon wieder jemanden mit einem Lichtschwert gestabbt haben, der da nicht gestorben ist? Gerade du als Qui-Gon-Jinn-Fan? Ich find's scheiße. Warum? Wofür ist er gestorben? Aber das ist halt, ich finde das so lustig, weil Leute beschweren sich halt primär darüber. Und sagen halt so, warum überlebt das jetzt jeder? Aber die Frage sollte viel lieber sein, warum ist Qui-Gon-Jinn daran gestorben? Ja, selbst wenn du mit einem, nur für die Story. Nur für selbst wenn du mit einem normalen Schwert erstochen wirst, wenn du mit der Technologie, Bacta-Spray und sowas, wenn du die Möglichkeit hast, die wir wissen in Star Wars medizinisch, sollte diese Verletzung keine tödliche Verletzung sein. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob es bei Qui-Gon vielleicht sogar durchs Herz ging direkt. Weil es ist ja so eher in der Richtung gewesen. Bei ihr war es ja nur so die Leber oder so. Aber der Punkt ist ja, dass eine Schwertwunde, also jetzt mit einem Samurai-Schwert beispielsweise, wenn wir bei Kurosawa mal bleiben, das Problem davon ist ja die Blutung, nicht der Stich. Ja. Ein Stich mit einem Lichtschwert ist fein, weil alle Blutgefäße kauterisieren sich von alleine. Das einzige Problem ist halt, wenn du dann ein Loch da hast, was halt, wo das Blut halt irgendwie in den Rest des Körpers fließen kann, wenn du jetzt halt sowas wie eine Aorta triffst und dann hast du innere Blutung, weil eben die Ader verletzt ist. Aber dann musst du die Ader wirklich auch nur anreißen, weil wenn du die Ader nämlich durchtrennen würdest mit dem sehr dicken Lichtschwert, der Klinge, dann pumpt halt, dann werden vielleicht deine Beine fallen dann ab, aber du stirbst nicht unbedingt, weil nicht dein ganzes Blutsystem unterbrochen wird. Ja.
Also es ist eigentlich ist die Frage nicht, warum überleben jetzt auf einmal so viele Leute in Lichtschwertstich, sondern die Frage ist eher, warum zur Hölle ist Qui-Gon Jinn daran gestorben? Das ergibt keinen Sinn. Damit er als Force Ghost zurückkommt und in der Obi-Wan-Serie wieder einen Auftritt machen kann. Vielleicht hat er auch den Will to Live einfach verloren. So wie Padme. Vielleicht ist das einfach, hat er auch gedacht, ach komm, ist auch gut jetzt. Mann, der Maul, der nervt mich, tschüss. Ist doch doof jetzt. Ist doch doof. Obi-Wan, mach mal weiter hier. Ich habe jetzt keinen Bock. Reicht mir jetzt so, ich gehe in Rente. Mir ist neulich übrigens aufgefallen, glaubst du, dass George Lucas ursprünglich den Gedanken hatte, dass das Wan sowas wie Sun ist? Also, dass das so ein Add-on zum eigentlichen Namen ist für Padawane? Und dass Obi-Wan eigentlich ursprünglich so gedacht war, dass er quasi Obi heißt und Wan der quasi zeremonielle, das ich mir vorgestern oder so, ich mir das auch gefallen, als ich den Text geschrieben habe. Offensichtlich haben sie es nie so durchgezogen, das ist mir eingefallen. Also wie gesagt, auch da wieder sehr viele, also George Lucas ist ein riesiger Japan-Kurosawa-Filmfan und hat darauf eben sehr viel basiert. Und deswegen auch die Lichtschwertkampftechnik ist halt essentiell Kendo. Sind da in den Prequels ein bisschen ausgerastet, aber das, was sie jetzt haben, ist wieder Kendo-Kampfstil. Wie fandest du, oder was waren so deine, sagen wir mal, jetzt haben wir mal gesagt, okay, das Pacing ist das, was ein bisschen gestört hat. Was war denn die schlimmste Szene für dich, die sich quasi am meisten rausgerissen hat oder am langweiligsten für dich war? Wo du sagen würdest, die kann eigentlich weg. Und was war das Highlight für dich? In den ersten, machen wir erstmal nur in die ersten Folge. Oh, ich glaube, es gibt gar nicht so eine richtige schlimme Szene für mich. Vielleicht eine der Szenen, die mich gestört haben, weil ich das irgendwie unnötig fand, war die Szene, wo Sabine da zu dem Kommunikationstower sich begibt und von den zwei Piloten da eingekesselt und eingefangen werden soll. Das war halt so, keine Ahnung, das war so unnötig, das. Und auch sehr lang. Also sie hätten... Das war eine sehr lange Szene. Sie hätten auf jeden Fall so 2-3 Sätze weniger. Macht sie das jetzt? Sie hält nicht an. Oh mein Gott. Ich finde, sie hätten 2-3 Shots weniger von ihr, wie sie einfach nur smirked auf dem Bike zeigen können. Ja, die waren auch so lange. Ich finde das... Vor allem die Szene gibt es ja danach nochmal, als sie dann von Ahsoka abhaut. Ja. Diese lange Strecke ist... Das finde ich gut. Lothal sieht mega geil aus, die Stadt vor allem. Ja. Und sie haben wirklich, natürlich, sie haben ja die Assets und alles, aber sie haben das aus Rebels sehr, sehr gut alles ins Leben gerufen. Bis zu dem Zeitpunkt sogar, dass sie erneut hier auch den Sprecher von dem Premierminister oder Governor oder wieder, ich habe seinen Titel jetzt vergessen. Das ist ja Clancy Brown, der auch Savage Opress spricht. Und auch den gehörnten Dude da in Mandalorian in dem Gefängnisding spielt, der spricht in Rebels auch den Governor und jetzt spielt er ihn. Das finde ich ziemlich cool. Nice. Und sie haben es halt sehr schön nachgebaut, auch die Strecke und so. Es gibt in Clone Wars, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge oder Staffel das war, aber es gibt auch diesen einen Shot, wo Leute aus. Ich weiß auch nicht mehr, wer. Das ist so lange her. 2017 habe ich das zum letzten Mal geguckt, Rebels. Das sind so Leute aus dem Legends-Bereich eigentlich. Und die fahren auch mit so Speederbikes quasi auf den Turm zu. Und es dauert einfach so die halbe Folge, bis sie da sind. Weil sie halt diese lange Strecke da lang gurken. Und das war das einzige Mal, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, das haben sie definitiv im Volume gedreht. Die anderen Sets sind ja teilweise auch reale Sets. Aber das war definitiv, wo du richtig gesehen hast, das ist ein Speederbike, was auf so einem Mount steht und im Hintergrund ist das Volume. Da fand ich, das war sehr. Und ich weiß immer nicht, warum man das so sehr sieht, weil du könntest ja jetzt auch auf den Salt Flats in irgendwie Amerika drehen. So. In Kalifornien gibt's ja da auch welche, nicht weit weg von LA. Also wirklich auch nicht weit weg von da, wo sie das Volume stehen haben. Und hättest halt auch so einen Shot. Und ich frag mich halt dann. Ist es wirklich so viel billiger, das im dem Volume zu machen, wenn du halt eh so ein Background-Replacement dann machst? Und die andere Frage, die ich da auch habe, ist, warum sieht es so krass anders aus? Also warum weiß ich einfach in meinem Kopf, es würde besser aussehen, wenn es auf den Sword Flats ist, als in dem Volume, obwohl es ja das Volume eigentlich perfekt sowas simulieren sollte, so eine endlose Planes-Sache. Ja.
Das ist irgendwie, vielleicht ist es genau das, dass es eben keine Berge irgendwo am Horizont gibt. Sondern dass es einfach glatt ist, als vielleicht ist das auf, ich weiß es nicht. Aber das war auch eine Szene, wo ich dachte, das hätte man kürzer halten können. Man hätte wirklich nur die Kommunikation zwischen ihr und dem Piloten haben können, wo sie sagt so, ach, das war heute, na Mensch, habe ich vergessen. Und dann ist sie beim Turm. So. Ja, das Runtersliden fand ich schon cool, weil das halt so dieses Rebellious Reckless-Ding von ihr ist. Aber sie hätten also vorne und hinten auf jeden Fall ein bisschen was kürzen können und einfach nur diesen Teil nehmen können. Aber warum muss sie überhaupt? Also das ist, was ich mich bei Speederbikes seit der seit so Coruscant und sowas frage, ist, wir wissen, dass Speederbikes auf verschiedenen Höhen fliegen können. Ja. Weil in Coruscant fliegen die ja auf Skyscraper-Höhe. Ja. Warum muss sie unten drunter durch? Warum kann sie nicht oben drüber fliegen? Ja, warum haben die überhaupt eine Straße? Sie hätte die Pilotin sonst verletzt. Nein, aber warum ist sie nicht einfach als die Pilotin gekommen und gesagt, okay, tschüss. So, du kannst doch mit dem Ding eigentlich, ich meine, auf gewissen Höhen wird es dann schwierig mit Atmen und so, aber warum müssen die immer am Boden fliegen? So, weißt du, das irritiert mich mega. Ja, keine Ahnung. Ja, ich fand meine Lieblingsszene. Ja. Ja, also wie gesagt, eine Szene in der ersten Folge, die meiner Meinung nach kürzer sein hätte können, wäre die, weil die nicht viel. Vielleicht für neue Zuschauer zeigt es halt so ein bisschen, ah, okay, Sabine ist halt rebellious, aber man hätte es kürzer machen können. Aber vielleicht hätte diese kurze Szene dann sich geclasht mit dem Rest, der so lang erzählt ist. Vielleicht haben sie die nur deshalb so lang gemacht. Ich glaube halt, wenn du die Folge wirklich so geschnitten hättest, wie du es jetzt bei beispielsweise Mandalorian hast, vom Pacing her, dann wäre die 15 Minuten lang gewesen. So. Ja, also, definitiv, ja. So viel ist halt wirklich nicht passiert. Oder also maximal 20 Minuten, aber nicht viel mehr. Und das ist eben auch so ein Ding, wenn Leute sagen, oh ja, warum sind die Folgen alle so kurz bei den Marvel und bei den Disney-Serien auf Disney Plus immer nur so 30 Minuten, ich will mehr. Ja, jetzt habt ihr längere Folgen, aber es passiert halt trotzdem nicht mehr. Ne? Und es ist auch anders als bei Endor, ne? Also bei Endor habe ich das Gefühl, das war auch langgezogen, aber nicht so langgezogen. Also die haben sich bei Endor mehr Zeit gelassen, aber halt nicht so viel Zeit. Oder wie findest du? Oh, ich glaube, die Verbindung ist gerade crash. Doch, nee, ich höre dich. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, hast du gehört, was ich gesagt habe? Nein, gar nicht. Ah. Bei Endor war es ja auch langsames Pacing, aber ich habe das Gefühl, bei Endor war es nicht so. Es hat sich auch länger angefühlt, aber nicht so lang wie jetzt bei Ahsoka. Selbst wenn die Informationen zusammengetragen haben und dann Geistesblitz hatten in Endor, das war nicht so wie als Sabine die Karte studiert hat. Ja. So. Hier war es halt mehr so. Oh mein Gott, ich gehe mal kurz an den Tisch. Ey, und ich wette. Das war nämlich auch so ein Punkt, wo ich dachte so, also es ist schon alles ziemlich langgezogen, aber sie haben scheinbar trotzdem einfach einen Schritt in diesem Kartenfreischalten einfach weggenommen, wo sie herausfindet, dass da dieser Kegel ist, weil der war ja plötzlich da. Sie hatte erst nur diese normale Topografie und dann plötzlich im Nächsten, dann waren sie wieder auf dem Schiff, wo Ahsoka festgestellt hat, die ist abgehauen oder, irgendwo sie mit Hera gequatscht hat und gesagt, die ist einfach abgehauen. Wer hätte das denn ahnen können? Jeder, der Rebels geguckt hat, hätte das ahnen können, aber, auch wie sie sagt, ich hab ihr die direkte Order gegeben, nicht zu gehen, und sie ist trotzdem gegangen. Aber das fand ich gut, weil das ist eine direkte Parallele zu Obi-Wan und Anakin, wie die sich verhalten. Ja, genau. Aber dann dachte weil ich Anakin so, aber auch immer gegangen ist. Und das ist aber sowas, wo ich. Das ist halt so, wo ich so dachte, so. Aber das ist irgendwie komisch, weil Ahsoka sollte weniger Obi-Wan imitieren als Anakin. Also Ahsoka hat ja eigentlich natürlich von beiden so Elemente, aber. Ja. Ihr Meister direkt war halt Anakin und eigentlich dieses Reckless Behavior war ja das, was sie in der Pilotfolge von Clone Wars, diese Schlacht von Christophsis, der einzige Grund, warum Anakin sie zur Schülerin genommen hat, ist, weil sie Reckless ist und solche Sachen macht. Und deswegen fand ich das so krass, wie sie da steht und halt sagt so, die ist einfach gegangen, was soll denn das? Und ich dachte einfach nur so, sag mal, hast du nicht irgendwie 10 Jahre mit denen oder 5 Jahre mit denen in einem galaktischen Krieg gekämpft? Solltest du das nicht eigentlich wissen, wie sie sich verhält? Und offensichtlich war sie ja auch noch Schülerin von Ahsoka, da möchte ich auch gleich nochmal drüber reden. Aber ich fand diesen ganzen Lothal-Part, so sehr ich Lothal mag, war sehr langgezogen. Die Szene, die ich richtig gut fand und auch von dem Pacing her richtig gut war, da ist ein Schiff. Oh, die haben den alten Jedi-Code.
Und das ist auch ein Jedi-Schiff, was man aus den Clown-Kriegen kennt, wenn man Clone Wars geguckt hat, so. Das ist halt so ein Jedi-Transporter. Und dann, das ist bestimmt nur ein Bluff. Das sind irgendwelche Idioten, die jetzt hier uns verarschen wollen. Ja, hol die mal an Bord. Und dann, wie die dann da so raustreten in ihren Roben und dann sagen, let me show you our identification. Ja. Und sie dann einfach ihr Lichtschwert anmacht und die schlachten die einfach alle ab. Das fand ich eine richtig gute Szene. Das war eine richtig gute Szene, ja, wirklich. Fand ich gut. Aber ich finde auch diesen Zwiespalt, den die beiden haben, du siehst, dass sie eigentlich doch Jedi sind, weil sie immer wieder zurückbouncen. Und sie hat auch noch den Zopf, ne? Ja. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Und sie nennt ihn halt Meister und er sagt Padawan und ja, it's a shame, so few Jedi. Und ja, die bouncen fand ich immer wieder zurück. Folge, ja. Und das ist so, so gut. Ich mag das so sehr. Das Ding ist, ich glaube, Shin Hati ist. Also, die sind ja offensichtlich, hat der Filoni ja auch schon so drauf gehindert, sind ja keine Sith, sondern sind einfach nur Darkseid-User. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Filoni hat so ein paar Ideen, die er schon früher mal hatte in Clone Wars, wo er noch dachte, es gibt noch viel mehr Staffeln von Clone Wars. Und ich glaube, der wollte mal eine Clone Wars-Staffel machen, wo Ahsoka, Asajj Ventress und Count Dooku sie jagen. Weil Baylan erinnert mich sehr an Dooku. Nicht nur, weil er weißen Bart und weiße Haare hat, sondern auch einfach, weil er diese Attitude, dieses so, er ist nicht wirklich ein Sith, aber er ist auch nicht wirklich ein Jedi mehr, aber er hat trotzdem noch großen Respekt vor den Jedi, obwohl er offensichtlich irgendwie in eine andere Richtung gedriftet ist. Ja, ja. Und dann auch diese Connection jetzt mit, dass es nicht, also in meinem Kopf war Filonis ursprüngliche Idee, Asajj Ventress und Count Dooku verbinden sich zusammen mit Mother Talzin, die ja die Chefin von den Hexen ist, die als einzige noch überlebt hat. Diese Story gibt's ja auch in Clone Wars so ein bisschen, aber machen das quasi nochmal und suchen dann Ahsoka, weil Ahsoka versucht quasi auf eigene Faust abseits vom Jedi-Orb ihre Missionen aufzuhalten und so. Und das ist was ich mir sehr gut hätte vorstellen können. Und statt Thrawn hast du dann den Imperator und Palpatine und so. Dass das ursprünglich diese Idee war und er das jetzt einfach nur transformiert hat auf diese Serie. Also es gibt sehr viele verschiedene Sachen, aber bisher ist mein Highlight auf jeden Fall die zwei Darkseid-User und Marok auch tatsächlich, weil ich den sehr interessant finde. Wieso? Weil es keine Aufzeichnung über ihn gibt vorher so wirklich? Naja, der Filoni macht ja gerne mal, naja, da war ja dieser eine, ne? Da wusstet ihr nur nicht, aber der war da die ganze Zeit. Es steht ja da, sie haben das ja auch schon offiziell gesagt, er war Inquisitor und ist jetzt Mercenary für halt die Leute, die halt am meisten bezahlen. Aber jetzt gerade für die Night Sister. Das Interessante ist halt, dass die der Inquisitorius ja eigentlich schon lange vor Episode 4 zerstört und aufgelöst wurde. Das heißt, er muss irgendwie gegen Vader überlebt haben und entkommen sein. Und dann nicht mehr interessant gewesen zu sein für eben Vader, um den irgendwie auszuschalten noch. Und er heißt Marok. Und ich finde es sehr interessant, weil der Inquisitorius ist ja so ein bisschen ja Vaders Schüler. Und bevor der Inquisitorius ein Ding war in dem Expanded Universe gab's ja Force Unleashed mit Marek. Galen Marek. Ja. Und Dave Filoni hat immer gesagt, er wollte eigentlich immer Galen Marek zu Kanon machen, aber es hat nirgendwo reingepasst. Was ist, wenn unter diesem Helm, weil es gibt kein, also es gibt einen Stuntman-Credit, es gibt keinen per se Schauspieler-Credit. Wer weiß, vielleicht ist er auch einfach nur ein Mercenary, der nie redet und dann irgendwann einfach gekillt wird. Aber die Option, dass unter dieser Rüstung, die ja auch, ne, maskierter Sith und sowas, potenziell jemand steckt, der in diese Starkiller-Richtung geht und vielleicht, also wenn da jetzt der Helm irgendwann abgeht und da ist Sam Witwer drunter, dann bin ich Oh mein Gott. Ich hab bin ich hin und her gerissen. Gänsehaut bis zum Arsch gekriegt, Alter. Wenn das passiert
dann sterbe ich. Ja. Also wirklich, literally, ich falle in Ohnmacht. Aber das haben Leute, das ist tatsächlich gerade eine sehr große Theorie, weil er eben einen ähnlichen Namen hat und eine ähnliche Backstory mit dem, also natürlich nicht 100% ähnliche Backstory, aber halt so dieses, er ist jemand, der unter Vader quasi ausgebildet wurde oder von Vader ausgebildet wurde. Also wenn wir diese Route gehen, dann hätten wir jetzt eigentlich mal Side-by-Side-Kampf von den beiden. Das ist halt schwierig, weil Galen hat halt kein Doppellichtschwert. Ja, aber und er kämpft so bestimmte Bewegungen, bestimmte Fußbewegungen und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Filoni dann sagt, das guck mal. Die Leute, die da drauf achten, müsste man noch mal die schauen. Wissen das. Kann ich ja im Recap noch mal vergleichen, ob das eine Option wäre. Aber es kann natürlich auch sein, dass er einfach so ein Darth Maul Episode 1 Style Charakter ist, der halt einfach ist. Böser Typ mit Doppellichtschwert, der halt aber abgeboxt wird und fertig. Ist mir egal, nehme ich. Nee, aber es ist, ich fand es, es sind sehr viele Lichtschwertkämpfe, ich habe halt so die Hoffnung, dass die Leute so ein bisschen durch die Lichtschwertkämpfe dran behalten werden, weil Star Wars Fans sind eigentlich relativ simpel, was das angeht. So, wenn da ein Lichtschwert ist, dann ist das schon mal ein bisschen geiler, als wenn da kein Lichtschwert ist. Automatisch. Ja. Egal, was der Rest der Story ist. von daher, ich kann mir schon vorstellen, und ich kann mir auch, dass das gut ankommt, ich kann mir auch vorstellen, dass so die alte Schule von Star Wars-Fans, die das Neue alles viel zu aufgeregt finden, dass das alles ein bisschen interessanter finden. Oh ja, das stimmt. Ja, ansonsten, ich finde es krass, dass sie eine zweite Galaxis mit einführen. Ja. Das habe ich nicht unbedingt erwartet. Ich dachte, die machen hier so ein Tenelor-Ding oder sowas, weißt du? Ja, ja. Weil es war am Anfang auch, bevor die gesagt haben, dass es Night Sister-Kram ist. Als sie es dann gesagt haben, ist mir auch aufgefallen, dass es alles aussieht, dass sie diese Hüte haben und alles. Aber ja. Vorher dachte ich auch so, ist das vielleicht jetzt so eine Sepho-Sache? Weil, ne, die hatten ja auch diese Kugeln mit den ganzen Linien drauf und sowas. Es ist auf jeden Fall nicht mehr die World Between Worlds, das können wir jetzt, glaube ich, ausschließen. Es wird keine Zeitreisen geben, es wird keine neue Timeline geben. So, das ist. Wird ja. Es nicht? Also, sie sagt, er ruft mich durch Raum und Zeit. Ja, das ist ja eben. Ja. Und auf diesem einem Kreis, der sich da gebildet hat, ja. Sind die Space-Wale drauf. Ja, die Purgles, ja. Also generell, und er guckt ja auch an den Himmel und scheinbar sind die Purgles an diesem Planeten auch deutlich häufiger. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine Geschichte ist. Die machen ja offensichtlich jetzt den Hyper-Hyper-Antrieb. Also quasi, die bauen einen. Ist das dann intergalaktisch? Das ist inter zwischen zwei Sachen? Ja, interkontinental? Ja, oder ist das in oder zwischen? Ist es nicht cross-galaktisch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zwischen zwei Galaxien reisen sie. Und das gibt es halt eigentlich nicht bisher im Star-Wars-Universum, diese ja. Möglichkeit. Ja. Das ist ja selbst bei den meisten anderen Sci-Fi-Sachen wird das nicht gemacht. Also das Einzige, was mir einfällt dazu, ist tatsächlich Stargate. Das ist das Einzige, wo man zwischen zwei Galaxien hin und her gereist ist. Selbst bei Star Trek, da gibt es eine Folge, wo sie in eine andere Galaxis landen. Aber im Grunde ist es so, dass du nicht diese Barriere durchdringen kannst so richtig am Ende der Galaxis oder am Rande der Galaxis oder es nicht so einfach ist. Und mein Gedanke war dann auch so, die sind ja sowieso schon immer sehr flexibel, was so die Reisezeiten angeht. Ne? Die reden ja nicht so viel darüber, wie lange das dauert, durch den Hyperraum da zu reisen. Aber wenn die jetzt zwischen zwei, weißt du, wie breit der Platz zwischen zwei Galaxien ist? Wie lang die theoretisch normal fliegen würden damit? Vor allem, die haben ja, also es ist auch visuell dargestellt, die hätten ja auch einfach hier die Galaxie, wo sie sich befinden, und hier die Galaxie. Genau, die ist so direkt nebeneinander. Aber die waren direkt so. Ja, also das ist halt, da muss, glaube ich, auch, da spielt bestimmt noch irgend sowas wie eben in Jedi Survivor so eine Tenelor-Wurmloch-Nummer irgendeine Rolle. Sowas könnte ich mir vorstellen. Dass sie da ein Wurmloch aufmachen müssen und dass das nur an diesem bestimmten Punkt geht und dass das ein besonderer Ort in Space und Time ist. Aber also, was ich interessant finde, das Einzige, ich glaube, im Expanded Universe, wenn ich mich nicht täusche, und dann kommen wir nämlich auf eine andere Theorie zu Ahsoka, die nicht mit unbedingt Zeitreisen zu tun hat, aber mit was anderem. Die Yuuzhan Vong kommen aus einer anderen Galaxis. Ja. Und die überfallen ja dann in der Zeit nach dem Imperium die Star Wars Galaxis. Warte mal.
Hat sie nicht sogar gesagt, von einer anderen... antiken Spezies. Genau, ah, ja. Vielleicht ist das so ein Außenposten, und der längst vergessen ist, und die Hexen von Dathomir haben die abgehalten oder so. Also da ist einiges möglich. Ich bin sehr gespannt. Also das ist wirklich das, wo ich am meisten gespannt drauf bin. Wie sieht diese andere Galaxis aus? Ja. Und kommen die jemals wieder zurück? Weil wir wissen, dass Ahsoka nicht wirklich eine große Rolle spielt danach mehr im Star-Wars-Universum, soweit wir bisher wissen. Also in den späteren Episoden hat sie jetzt nicht noch mal irgendwie so einen Auftritt. Also wer weiß, vielleicht kommen die einfach nicht mehr zurück. Vielleicht ist das einfach so dieses Ding von wegen, ja, es gibt die Star-Wars-Galaxis, es gibt noch die andere Star-Wars-Galaxis. Und da spielt jetzt... Das ist übrigens alles da drüben. Und dann können sie halt easy sagen, ja, das ist zwar jetzt Age of First Order und so, aber es ist alles egal, was in dem Universum passiert, außer bei Mandalorian, mit Mandalore alles, das ist nur wichtig. Der Rest ist nicht so wichtig, aber in der anderen Galaxis, da gibt es auch sowas wie die Jedi und auch sowas wie die Sith, die heißen nur anders und die haben auch ein großes Imperium und schwuppdiwupp hast du plötzlich eine Old Republic Story, die gar keine Old Republic Story ist, sondern eben eine komplett anderes System, die aber die gleichen Religionen haben für dunkle und helle Seite und sowas. Ja. Oder eben, du hast die Yuuzhan Vong und das ist dann so eine Borg-Nummer, so von wegen, du hast den First Contact und die realisieren dann, ah, da ist noch eine Galaxis, die wir erobern können und dann wupp, bringen die rein. Wegsnacken. Also, ja. Aber können wir mal darüber reden, wenn die, also der, sie hat ja gesagt, der Tempel ist irgendwie 1000 Jahre alt. Ja, alt, sehr alt, ja. Nee, ich glaube, sie hat sogar 1000 gesagt. Das ist nicht lange, das ist Tenelor. 1000 Jahre. Ja, aber, das muss ja irgendwie trotzdem mit Zeitreisen zu tun haben, weil wie kommt Thrawn in das Exile dahin? Und die haben die Information darüber 1000 Jahre vorher schon. Naja, das heißt ja nicht, dass die Karte zu Thrawn ist. Das heißt ja nur, dass die Karte dahin geht. Also es kann ja sein, dass Elsbeth, ja. Die Morgan, dass die einfach eben über diese Verbindung zur dunklen Seite, diese Hexen-Idee, dass sie halt Visionen von eben Thrawn in der anderen Galaxis hatte und deswegen weiß, durch ihre Vergangenheit und die Verknüpfung zu ihren Vorfahren und sowas mit den Hexen, dass sie weiß, ah, Thrawn ist da und es gibt eine Karte und die finden wir jetzt, aber die Karte ist, das ist so wie die Karte zu Luke Skywalker, die nicht wirklich die Karte zu Luke Skywalker ist, sondern die Karte zum ersten Jedi-Tempel, wo Luke Skywalker hin ist. Das war ja das, was auch viele Leute immer noch zu Episode 7 sagen, 7 und 8, warum hat Luke Skywalker denn eine Karte gemacht, wenn er nicht gefunden werden wollte? Na, weil er keine Karte gemacht hat, er hat eine Karte verfolgt. Und die gleiche Karte verfolgen halt die Leute, die ihn dann finden wollen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das so ein bisschen dieses Ding ist. So, Thrawn hat eine Verbindung zu dieser Sith-Alchemie, weil er ist ja auch so ein Collector-Typ. Ja. Hat vielleicht mit Morgan Elsbeth dadurch Kontakt gehabt, weil sie so eine der letzten Hexen war. Und deshalb haben die irgendeine, vielleicht sind die sogar Lovers oder sowas und dann, die hört ihn halt aus der anderen Galaxis rufen. Durch Raum und Zeit hört sie ihn. Durch Raum und Zeit, ja. Also, ich bin mal gespannt, was sie noch weitermacht, weil bisher hat sie einfach ja nur so eine grüne Kerze angemacht oder so ein Bunsenbrenner. ein schwedisches Feuer. Das fand ich auch Kupfer. Sogar so. So, du hast so Sabine, die einfach so, oh, hier ist die Karte, Klick, Knopf, boom, leuchtet. Und sie dann so, und macht genau das Gleiche. Das war so, ja. war die Magie jetzt wirklich nötig? Hätte sie nicht einfach nur den Knopf drücken können? Weiß ich nicht. Aber das ist halt eine Sache, die mich noch verwirrt. Vor allem, dass das wieder so aus der Luft gegriffen ist, auch mit Ezra. Das ist so dieses, ja, da ist eine Karte, da ist vielleicht Thrawn. Übrigens, vielleicht ist Ezra auch da. Warum sollte Ezra mit Thrawn im Exile sein? Naja, das ist ja die letzte Folge von Rebels. Das ist ja, er hat ihn ja dahin gerissen, mit den Purgles. Und wenn die Purgles die Verbindung dazu sind, kannst du halt sagen, okay, vielleicht ist das so ein bisschen wie, es gibt ja, bei Marvel gibt es ja diese Hyperspace Jump Points. Das heißt, du kannst nur von einem Point zum anderen Point springen. Ja. Vielleicht ist es im Star Wars Universum so, dass du, und das wissen wir ja, es gibt ja konkrete Hyperspace Routen. Ja. Wo du nicht anders fliegen kannst wegen der Gravitationsgeschichten. Ja, genau, ja. Vielleicht ist das quasi so eine. Und diese Routen wurden ja von den Purgles erschaffen, beziehungsweise das sind
So ein bisschen wie so Wildpfade im Wald, wo dann Menschen eine Straße gebaut haben quasi. Und das ist halt die Galaxis-Version davon. Die Purgles sind halt immer lang geflogen und dann haben die Menschen mit ihrem Hyperdrive dann festgestellt, da können wir lang fliegen und da ist es safe, weil die Wale fliegen da auch lang. Und ich nehme an, dass das halt diese Karte ebenfalls so ist, dass halt die Purgles da diese zwei Galaxien im kreuzen. Und als Ezra dann Thrawn mitgenommen hat, haben die halt ganz automatisch, also er hat halt gesagt, so weit weg wie möglich von hier, Purgle, bitte nimm uns mit. Egal woher, Hauptsache weg. Sehr weit weg. Purgle, yip, yip. Und Purgle hat dann, ja genau, und Purgle hat dann halt gesagt, also Ober-Purgle hat dann gesagt, ja, da jetzt doch hier die Galaxis von der Morgan, von der Elsbeth, da fliegen wir doch mal hin gerade jetzt für 10 Jahre. Weil das ist ja 10 Jahre später. Ja. Also das ist auch so geil, dass halt einfach auch zufälligerweise das, die Aufnahme zufälligerweise ist ja auch 10 Jahre älter, als eigentlich sein sollte. Aber das ist doch, hätte er mit den Purgles auch wieder zurückkommen können. Nee, du weißt ja nicht, was da passiert ist. Also das ist halt so, ich finde das okay. Also ich finde das Storytelling-technisch finde ich das noch okay. Wenn sie das aber dann so sagen, dass sie sagen, ja, keine Ahnung, ich bin halt jetzt hier, ne? Dann finde ich das doof. Aber wenn er zum Beispiel dann da ist und dann gibt es, wie ich ja gerade meinte, dann gibt es da diese Bedrohung zum Beispiel von den Yuuzhan Vong oder einer anderen Spezies oder es gibt auch dunkle Seite-Nutzer und helle Seite-Nutzer wie die Jedi und die Sith, nur eben so eine andere Version davon aus einer anderen Galaxis, die aber die gleichen Sachen verfolgen. Und er fühlte sich in dem Fall dann einfach dazu berufen, hier zu helfen, weil er da gebraucht wurde. Und sein Jedi-Sinn hat ihn quasi, das haben sie jetzt, das finde ich übrigens der David Tennant's Hu Yang, ja. Vergesse immer, wie man ausspricht, fantastisch. Ich finde den so toll. Wo er eben auch sagt, so Ezra war deutlich mehr dieser Jedi-Sinn. Die Szene ist so gut. Also, naja, vor dir gab's so viele mehr, die mehr von zu der Force waren und sie so. So, du bist der schlechteste Jedi, von dem ich jemals gehört habe. Vor allem, und dann kriegst du sowas auch noch von einem Druiden gesagt, der halt so 500 Jahre lang lebt. Der lebt 10.000 Jahre schon. Der hat quasi alle Jedi. Begleitet. Oh mein Gott. Also, ich glaube, in Clone Wars sagt er, dass er vor 10.000 Jahren gebaut wurde. Deswegen ist es umso bemerkenswerter, dass er noch 75% seiner Originalteile hat. Ja, stimmt. Das hat mich verwirrt, weil er halt, als er über Hati und Skoll gesprochen hat, hat er halt gesagt, ja, 500 Jahre, ich habe Jedi 500 Jahre gelernt, wie man Lichtschwert baut. Ich glaube, es war ursprünglich länger. Ich glaube, aber vielleicht war das Schiff älter und er nicht. Da müsste ich die Folge noch mal gucken, wo die Jünglinge auf Illum die Lichtschwerter bauen. Aber ich dachte, es war länger. Ich dachte, es waren ein paar tausend Jahre. Aber naja. Vielleicht haben sie das jetzt einfach geredconnt, weil 500 Jahre passt besser zu der High Republic. Das ist eben, ja vor 500 deswegen, Jahren. Deswegen, ja. Das kann sehr gut sein, dass sie ursprünglich bei Clone Wars noch sagt, ja, Old Republic. Und jetzt haben sie gesagt, ja gut, das gibt's jetzt erstmal nicht mehr. Mach mal High Republic. wäre nicht das erste Mal, dass sie sowas einfach verändert haben im Verhältnis zu was vorher war. Ich find's auch gut, dass Sabine, nachdem sie sich nur den Zopf abgeschnitten hat, nochmal richtig zum Friseur gegangen ist. Und das schön mit Stufen und das war auch so. Okay, ja, ich verstehe, das ist so ein Samurai-Ding, das ist der Gedanke von dieser Szene. Aber danach hat sie halt perfekt gestylte kurze Haare, die nicht aussehen, als ob sie einfach nur mit einem Messer das hinten, mit einem 2 Zentimeter dicken Messer übrigens, das hinten einfach abgeschnitten hätte. Ja, naja, es ist ja nicht nur eine Samurai-Szene. Es ist ja sogar eine Szene aus Rebels. Ja, klar, aber weißt du, was ich meine? Das ist halt, die Idee dahinter ist der Ach so, quasi ja, der Samurai, der sich den Zopf Ronin, abnimmt. Der sich den Ehrenzopf absetzt, um zu sagen, jetzt geht's los. Weil ich bin jetzt nicht mehr ehrenhaft, ich bringe jetzt alle um. Obwohl sie auf dem Weg ist, Padawan. Bei ihr ist genau andersrum, ja. Ich schneide meine Haare ab, weil ich jetzt ehrenhaft bin. Ich finde es übrigens überhaupt nicht schlimm, dass sie Padawan ist und dass sie machtfähig ist. Es gibt wieder Leute, die jetzt rumheulen, tatsächlich schon vorher, als der Trailer war. Und ich finde halt, ich verstehe das, again, das ist wieder sowas, so, man sollte nicht fragen, warum ist jetzt plötzlich jeder machtfähig, sondern die Frage ist, warum war es vorher sowas Besonderes? Weil wir lernen ja schon von Yoda, dass die Macht alle Lebewesen und Gegenstände miteinander verbindet. Und manche Leute haben eben ein bisschen mehr Macht und manche weniger. Die ganze Geschichte von wegen, es gibt ganz besondere Leute und das ist hier so ein Wert und dann machst du so einen Diabetestest und dann steht dann, wie viel Midichlorianer du hast, ist halt
Das wurde halt eingeführt, aber das ist halt eigentlich, das geht so ein bisschen gegen die Message, was die Macht ist. Und der Punkt ist jetzt so ein bisschen wie mit Spider-Man. So, weißt du, jeder kann unter der Maske sein und hier ist halt, jeder kann ein Jedi sein. Ja, natürlich. Manche sind halt besser. Ja, so. Eben. Und das ist halt das auch, was das Gespräch von Sabine und ihm dann zeigt. Genau. Und das wird jetzt wieder so ein bisschen hervorgehoben, weil das war die ursprüngliche Idee von George Lucas. Der hat zwischendurch dann was anderes erfunden. Mit den Midichlorianer-Werten und sowas. Aber die ursprüngliche Idee, und das war ja das, was eigentlich alle Leute auch immer bevorzugt haben, nach meiner, das war ja, Midichlorianer waren gefühlt 15, 20 Jahre lang das Schlimmste, was George Lucas jemals gemacht hat. Und jetzt regt sich jeder darüber auf, warum kann denn Rey einfach den Machttrick, warum ist denn jetzt Finn machtfähig, warum ist denn die Frau vom Imperium, warum kann die Macht spüren, was ist das, jetzt ist auf einmal Sabine, jetzt ist auf einmal jeder ein Jedi. Und das ist halt so, ja, das ist der Punkt, jeder kann Jedi werden. Ich will doch nur, dass die Mandalorianerin bleibt, als Mandalorianerin ist sie viel cooler. Es nimmt es ja doch nicht weg, sie ist doch trotzdem Mandalorianerin. Genau, und das ist, glaube ich, sogar richtig geil, weil sie wäre die zweite Mandalorianerin in der Geschichte, die überhaupt Jedi werden würde. Ja. So, weil das ist halt super selten gewesen. Wahrscheinlich aber nicht wegen ihrer Machtfähigkeit, sondern einfach nur wegen ihrer Attitude. So. Ich finde es, ich fand die zwei Folgen ziemlich gut. Wenn auch langsam. Ja. Aber ich fand schon, also es hat mir schon ein bisschen was gegeben. Ich bin aber trotzdem jetzt nicht super antsy, dass ich unbedingt jetzt sofort die dritte Folge gucken wollen würde. Nee, und ich verstehe, warum vielleicht einige Leute so ein bisschen gelangweilt davon sind. Weil es halt einfach, glaube ich, so Filonis, das ist halt so sein Herzensprojekt, wo es ihm nicht ganz so wichtig ist, ob das perfekt ankommt, sondern ihm war es halt wichtig, dass das so ist, wie er das haben möchte. Ja. Und genauso, dass ihm das gefällt. Und das ist halt immer so dieses Problem zwischen dem Künstler und dem Kommerz dahinter. Ist halt, natürlich wäre es für Disney und gerade für das Star Wars-Universum jetzt besser, wenn sie einfach safe spielen würden und sagen würden, hey, die Fans mögen das, das geben wir ihnen jetzt. Und halt nicht solche Sachen, die halt so sehr stilistisch sind, machen würden. Andor ist ja eigentlich auch ein Beispiel dafür, auch wenn es ein bisschen anders ist. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist das Produkt besser. Und ich finde jetzt auch, also am CGI habe ich jetzt bis auf diese eine Szene, wo ich sage, okay, das war jetzt definitiv das Volume, jetzt nichts Problematisches gesehen. Manche Leute beschweren sich, das ist das, was ich jetzt nicht mehr anziehen kann, nachdem ich das neulich gelesen habe. Seitdem man praktische Lichtschwerter, ja, also diesen Typ hier quasi benutzt, benutzen die fast kein CGI mehr auf den Klingen. Und du siehst es. Also es gibt Szenen, wenn du drauf achtest, es gibt Szenen, gerade die Close-Ups, wo sie so überkreuzt sind, da siehst du, das ist, die haben eigentlich keine Klinge, sondern da ist CGI drüber und das flackert dann auch so. Und dann gibt es aber Szenen, wo sie halt sich gegenüberstehen und du siehst einfach, wie hier unten das Plastikblade quasi anfängt, wo das Licht nicht ganz so stark ist, weil das ein bisschen weiter oben erst anfängt. Ja. Du siehst, dass es, dass sie hier und da, vor allem in dunklen Szenen, wo sie halt nicht was drüberlegen müssen, weil das Licht hell genug ist, dass sie da das CGI halt weglassen. Und das stört einige Leute, wie ich gelesen habe, was auch so ein bisschen, glaube ich, psychologisch damit ist. Früher war es halt so, die Lichtschwerter sahen halt aus wie was komplett Zauberhaftes und nicht Mögliches. Ja. Also sie haben halt extrem weiß, hell geleuchtet, waren ein bisschen getintet in verschiedene Richtungen von Farben. Ja. Aber ansonsten waren sie eigentlich weiß und nichts, sie haben nichts anderes beleuchtet. Also du hast nie Schimmer im Gesicht gehabt. Und jetzt werden die Szenen teilweise auch nur mit Lichtschwertern ausgeleuchtet. Nur mit dem Grün und Rot und Orange und Blau in Obi-Wan und so. Was teilweise für ein bisschen schwieriger zu guckende Szenen ergibt. Viele Leute hatten ja zum Beispiel ein Problem mit dem Duell zwischen Obi-Wan und Anakin, dass es nur Rot und Blau war und das komisch aussah. Ich glaube, das liegt vor allem an, dass Farbenblinde da vielleicht ein größeres Problem mit hatten. Ja, das sehe ich, aber es war ja nicht nur Rot und Blau. Also das finale Duell in dem Steinbruch war fast nur Rot und Blau. Und da hatten viele Leute ein Problem mit. Ich kann es verstehen. Das fällt mir jetzt halt immer auf, aber nicht unbedingt negativ. Das ist jetzt einfach so, dass ich da sitze und sage so, ha, guck mal, da haben sie nichts drüber gelegt. Mir fällt das nicht auf. Vielleicht fällt dir das auch jetzt einfach nur auf, weil du an Lichtschwertern rumschraubst. Ich hab das gestern gelesen, seitdem fällt es mir auf. Okay. Es wird dir bei der nächsten Folge, wenn du es guckst, wird es dir auch auffallen. Du wirst es nicht mehr anziehen können. Das vergessen, das weiß ich. Weil ich enjoy das einfach und mir ist es egal. Also,
An sich finde ich es ganz gut. Ich habe einige coole Easter Eggs gefunden schon. Natürlich der Turm, ne? Der Funkturm ist ja, ja quasi Ezras ursprüngliches Zuhause gewesen. Da sind überall seine Helme drin, hier und da. Tatsächlich in der Ecke hinten steht eine Prop aus Mandalorian, und zwar die, die du auf deinem Arm tätowiert hast. Die zwei. Echt? Die zwei gestackten Stormtrooper-Helme mit dem Schnitt drin, die steht hinten in der Ecke. Ja. Ja. Und die stehen quasi gestackt hinten, die aus der Mandalorian-Folge aus Tatooine, wo sie auf den Pfählen sind. Die sind quasi vom Pfahl runtergenommen und stehen hinten in der Ecke. Die haben aber das gleiche Weathering und den gleichen Dreck drauf. Hä, wie geil! Und dann halt zwischen den verschiedenen Helmen, die man aus Rebels eben kennt. Und die Lothkatzen fand ich fantastisch. Diese Mischung aus Puppe und CG. Die waren so sehr süß. Schön. Vor allem die Geräusche, die gemacht haben, das war so eine Mischung aus Hund und Katze. Und ich fand die. Ich dachte erst, dass die mich stören, weil sie halt so noch offensichtlich Puppe sind und nur so ein bisschen CGI, aber nö. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die überhaupt Puppen sind oder ob das einfach nur CGI ist, was aussehen soll wie eine Puppe. So wie Man-Thing aus Werewolf by Night. Man-Thing? Ja, nee, wie heißt der? Ja. Dass es quasi so ein bisschen CGI-Puppet-Ding ist, weil es ist so halb-halb irgendwie. Aber ja, ich finde das, also ich fand die recht cool. Auch wie die so, dass sie halt einfach Katzen sind, so. und ja, insgesamt, ich finde, Ahsoka verhält sich noch ein bisschen zu wenig, wie Ahsoka sich meiner Meinung nach verhalten sollte. Ja, sie ist sehr Obi-Wan. Sie ist sehr Obi-Wan. Und das finde ich irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich meine, es ist genug Zeit vergangen. Auch die Art, wie sie steht, wenn sie nachdenkt. Ja. Dieses. Es ist genug Zeit vergangen zwischen eben den Iterationen von Ahsoka, wo sie mehr war wie Anakin und jetzt mehr wie Obi-Wan. Und das kann man ja auch als eine Intention sehen, dass man so sagt, so je älter sie wurde, desto mehr wurde sie zu dem weisen Obi-Wan-Charakter. Sie wirkt sehr, sehr weise. Ja. Also, es ist so. Aber auch sturköpfig trotzdem noch, zumindest bei der Geschichte mit Sabine und dem Leute trainieren und so. Das war sie ja schon bei Grogu, dass sie ihn nicht trainieren wollte. Und das, da werden wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erforschen. Ich schätze auch mit Flashbacks zu Clone Wars. Hoffentlich. Ey, wie gesagt, wer weiß, vielleicht ist die andere Galaxis ja gar keine andere Galaxis. Vielleicht ist die andere Galaxis ja einfach die gleiche Galaxis, nur durch die Zeit gereist, zurück. Ich würd's cool finden, okay? Vielleicht bauen sie gar keinen Hyper-Hyper-Antrieb, sondern einen Zeitantrieb. Eine TARDIS. Und David Tennant ist ja auch drin. Naja, ich find's gut, dass Hua Yang so viel auch da ist. Ich dachte am Anfang, das wäre nur so ein kleines Easter Egg, aber ich find's gut, dass er quasi ihr C-3PO ist. Das finde ich sehr, sehr cool. Ansonsten würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss, weil wir haben jetzt echt schon lange aufgenommen und sehr viel darüber geredet. Alle Details, wie zum Beispiel das mit den Helmen und die ganzen Hintergrundgeschichten und verschiedene Vergleiche und Ideen, die ich noch habe, das erfahrt ihr später diese Woche. Ich sage noch nicht 100%, wann das jetzt Ende dieser Woche noch. Werdet ihr das in einem weiteren richtigen Recap-Video sehen. Heute waren wir erstmal nur Nerd Plus in Überlänge quasi. Nächste Woche gibt's das wieder, immer am Tag, an dem die Folgen rauskommen, so schnell ich es hochladen kann. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin. Ringion.